Hallo und wieder mal herzlich willkommen, liebe Pearl TV-Zuschauer. So, hier in den nächsten 45 Minuten werden wir, ich sag mal, Tablets miteinander vergleichen. Wir werden Ihnen verschiedene Anwendungsmöglichkeiten, die eigentlich für jedes Tablet gelten, zeigen, sodass Sie mal sehen, wie unabhängig oder wie leicht das Leben einfach wird, wenn man den richtigen Tablet-PC hat. Und beginnen tun wir mit einem unserer Highlights, sag ich mal. Ich glaube, dein absolutes Lieblingstablet, nämlich unser X8 Quad Pro. Ja, es ist sehr lange schon in meinem Besitz und leistet mir auch hervorragende Dienste. Das Problem ist bloß, wir kriegen ja immer neue Tablets ins Programm. Und man ertappt sich jeden Tag dabei, wie das man sagt, doch mal wechseln. Trotzdem, unser X8 Quad Pro ist eigentlich der Alleinunterhalter für unterwegs. Genau dafür ist es gedacht. Es ist nämlich klein und kompakt, hat knapp 8 Zoll, also 7,85 Zoll und hat an Ausstattung alles das drin, was ich wollte von einem Tablet. Brillante Auflösung, einen schnellen Prozessor, damit alles auch fix geht und vor allem unabhängig von einem kabellosen Internet zu Hause trotzdem überall Zugriff aufs Internet haben. Wie das funktioniert bei dem Gerät? Ja. Ganz einfach. Ich muss es nur aufmachen und eine Mobilfunkkarte einsetzen und kann dann überall in ganz Deutschland, Ausland sollten Sie mit den Roaminggebühren ein bisschen vorsichtig sein, tatsächlich im Internet surfen, lesen, Informationen abrufen, E-Mails verschicken, Fotos, die ich gemacht habe, natürlich sofort an soziale Netzwerke weiterleiten. Also ein kleiner Taschen-PC, der so ein richtiger Alleskönner ist. Also Fotos ist auch ein gutes Stichwort. Ich habe hier mal rumgeblättert hier in meinem und habe da ein paar ganz interessante Fotos entdeckt und auf den allerersten Blick bin ich erstmal begeistert von der Qualität. Ja. Erstens mal, das Display ist schon gestochen scharf und die Kamera scheint ja auch nicht schlecht zu sein, oder? Ja, also mit 2 Megapixeln kann man hier wunderschöne Schnappschüsse machen. Hier sehen Sie es zum Beispiel mal. Das ist bei uns in der Umgebung. Hier sind wunderschöne Ruinen. Da kann man wirklich tolle Schnappschüsse machen. Vorteil jetzt bei diesem Tablet ist, und das fand ich auch so schön, ich muss keine Digitalkamera mehr mitschleppen, ich brauche auch kein Smartphone mehr, da kommen wir nämlich gleich noch drauf und habe am Schluss trotzdem alles dabei, was ich brauche. Ich kann lesen damit. Es gibt heute diese E-Book-Reader, die können aber nur E-Books lesen, mehr ist es nicht, also wiedergeben. Hier haben wir halt ein komplettes System. Was ich aber auch gut finde, wir haben ja auch vorne drauf auf dem Display, auf unserem HD-Display eine Kamera. Das heißt, und das nutze ich sehr oft, ich habe nämlich Familie in Amerika, dann kann ich kostenlos mit denen telefonieren und sehe sie auch noch von Angesicht zu Angesicht. Da geht schon mal eine Stunde telefonieren ohne schlechtes Gewissen rum. Also ich finde es brillant und ich schaue gerade mal an, was für alte Schmuckstückchen man hier findet. Ich habe hier ein alte Foto. Schmuckstückchen. Ja, guck mal, da steht noch der Christbaum im Hintergrund. Also für mich bist du immer noch das ein Youngtimer. Also, ja, erstmal, das ist alt, der Christbaum, und der da vorne ist natürlich das ist ein Youngtimer. Ja, und ich finde es schön, dass ich hier am Tablet auch gleich noch die Bilder bearbeiten kann. Also auch das ist eben in dem Betriebssystem toll mit drin. Ich muss nur einfach hier auf die Bearbeitung. Moment, über Kopf ist das jetzt schwierig. Ich zeige es Ihnen gleich. Also ich kann hier verschiedenste Sachen mit integrieren. So, jetzt müssen wir dahin. So, jetzt habe ich es. Schwarz-Weiß. Bilder ausschneiden, Bilder drehen, was mit einfügen. Machen wir mal Schrift. Auf Schwarz-Weiß. Alles überhaupt kein Problem. Da sehen wir es. Oder ich gehe mal auf andere Kontraste. Ich kann es dann auch zuschneiden hier. Also ich kann meine Bilder sofort bearbeiten, wie ich möchte. Hier wieder. Also ich finde das schon mal riesig, dann abspeichern und dann durch den unabhängigen Internetzugang natürlich sofort weiter verschicken per E-Mail oder in soziale Netzwerke hochladen, ganz egal was. Was weiteres, was ich noch toll finde, ist, ich kann ja jetzt mein Tablet durch die Unabhängigkeit wieder überall Internet, kann ich jederzeit verwenden als Navigationsgerät. So, und da wird es jetzt richtig spannend. Haben Sie sich schon mal mit einem knapp 8 Zoll großen Navi durch die Gegend fahren lassen? Das ist ein Traum. Ich nutze das nämlich auch öfter. Sobald Sie einen passenden Mobilfunkvertrag drin haben, wir haben ja einen GPS-Empfänger drin, zeigen Sie ihn auch mal im Bild. Das ist wirklich eine tolle Sache, um sich dann ganz übersichtlich von A nach B navigieren zu lassen. Sie können natürlich dann Bildausschnitte vergrößern und das ist für mich so ein richtiges Navi, gerade für größere Autos. Toll. Ja, also 8 Zoll Navi, ja, da sehe ich ja die Straße fast 1:1. Also wirklich eine hervorragende Sache und hier wird es auch bestens genutzt. Sie sehen, übersichtliches Display, einfach eingeben hier und dann zoomt es rein. Und schau mal, diese Bildqualität erstens mal gestochen scharf und dann auch die Größe.
Größe. Ich muss also nicht eine Lupe nehmen, damit ich sehe, wo es hingeht, sondern ich kann hier wirklich alles übersichtlich einsehen. Und mit der richtigen Halterung, die wir natürlich auch bei uns im Programm haben. Zubehörsendungen reinschauen. Ja, einfach mal reinschauen oder gehen Sie auch mal auf pearl.tv, da finden Sie es mit Sicherheit auch. Dann habe ich das problemlos an der Scheibe angebracht. Ja, und dann navigieren. Und was auch schön ist, ist ja dieses vorinstallierte Google App Pack. Das heißt, wichtige Apps sind einfach schon drauf. Die muss ich nicht stundenlang suchen und runterladen, sondern die habe ich hier schon vorbereitet drauf. Das heißt also, in diesem großen Google Play Store, in dem technischen Kaufhaus, können Sie sich Zeitschriften, Bücher, Filme, Musik, Spiele, Informationen runterladen. Einen Großteil davon oder zum Beispiel hier wie Flipchart, wo man alle Informationen drauf, hier können Sie richtig durchblättern, dann auch kostenlos runterladen. Mich hat der Prozessor überzeugt, die Bildschirmauflösung, aber was ich am allertollsten fand, jetzt kann ich mit diesem Touchlet auch noch telefonieren. So, und da war für mich der Punkt erreicht, dass ich gesagt habe, super, ich bin viel unterwegs, ich brauche einfach so einen Alleinunterhalter, wenn ich am Wochenende mal irgendwo im Hotel bin, möchte abends vielleicht noch ein bisschen Nachrichten gucken oder irgendwas, dann geht das. Trotzdem brauche ich nicht mehr zwei, drei andere Geräte mitzuschleppen, denn ich habe Digitalkameras drin, also 6 Geräte in einem eigentlich und das für einen Preis von 180,41 €. Übrigens, ja. Musik kriegt man auch eine ganze Menge drauf über so kleine Micro-SD-Speicher. Karten. Bis zu 32 GB Kapazität kann das Gerät verarbeiten. Wenn eine voll ist, nehmen Sie eine nächste. Also auch natürlich kein vorgegebener Speicher mehr. Ne? Ja, und vielleicht haben Sie es gerade gesehen, ich habe gerade die Telefonnummer, die für Sie wichtig ist, eingetippt. Das ist die 0180 51 51 und dreimal die 2. So, jetzt sieht es natürlich ein bisschen komisch aus, wenn ich so ein 8-Zoll-Gerät am Ohr habe beim Telefonieren. Und deshalb haben wir für Sie jetzt auch noch eine Freisprecheinrichtung. Das ist natürlich einerseits bei unserem Tablet bestens zu verwenden, andererseits ja, ist das Telefonieren mit dem Smartphone im Auto auch streng verboten, ist richtig teuer, gibt auch Punkte. Und dann investiere ich das Geld lieber in was anderes, zum Beispiel erstmal in eine Freisprecheinrichtung und hier auch noch eine Markenfreisprecheinrichtung. Blaupunkt. Muss man mehr sagen? Mehr. Nein, definitiv nicht. Die wissen, was sie machen. In der mobilen Unterhaltungselektronik einfach einer der angesagten Hersteller seit Jahrzehnten. Und das ist jetzt eine ganz tolle Freisprechanlage, die ich nur auf meine Sondenblende klippen muss und habe dann sogar noch so einen kleinen In-Ear-Hörer, den ich dann da laden kann. Wenn also ein Anruf kommt, habe ich erstens mal den Lautsprecher und das Mikrofon in perfekter Entfernung, nämlich an der Sonnenblende, und kann dann eben auch noch entscheiden, telefoniere ich jetzt mit dem Headset oder nicht. Denn wenn Sie jetzt mal eine Pause machen, irgendwo auf dem Parkplatz rausfahren, ein Telefonat läuft gerade noch, können Sie trotzdem die Tür zumachen, haben diesen kleinen, ja, dieses kleine Headset im Ohr, setzen sich dann mal gemütlich auf die Bank und können mit bis zu 10 Meter Reichweite dann trotzdem außerhalb des Autos telefonieren. Ja, und da sehen wir auch die Dogging-Station. Also, das wird in der Sonnenblende eingespannt, also eigentlich nur eingelegt. Also Installation, überhaupt kein Problem. Und den kleinen Clip fürs Ohr, den kann ich jederzeit rausnehmen. Also eigentlich eine praktische Sache. Und damit kann ich jetzt zum Beispiel auch ja, mit meinem Tablet, mit unserem Touchlet, egal in welcher Größe, jetzt hatten wir gerade das 8 Zoll große, kann ich jederzeit telefonieren. Einfach kräftig, ziehen. Da so, haben wir es doch. So, ab ins Ohr und schon ist das Problem gelöst. Und dann können Sie sicher Autofahren, das ist richtig toll. Ich kann hier übrigens auch zwei Geräte koppeln, also zum Beispiel ein Smartphone, ein Tablet, je nachdem wie. Natürlich telefonieren immer nur mit einem, das ist klar, aber zwei Geräte kann ich koppeln. Und das Ganze gibt es für unglaubliche 14,90 €, wenn ich bedenke, was allein ein Strafzettel kostet. Ja, ja, Dank zu reden. Ja, hier vermeide ich den ganz schnell. Die Bestellnummer für unsere Freisprecheinrichtung von Blaupunkt ist die ZX2070 und die 569, eine irre Tonqualität zu einem irre Preis. Blaupunkt, Punktum. ZX2070, ich kann es nur auch noch mal sagen, die 569. Sollten Sie Fahranfänger bei sich in der Familie haben, super Geschenk zum Führerschein dazu. Dann kostet es nämlich wirklich nichts mehr und der Führerschein ist sicher. Jetzt haben wir die kleine, kompakte Größe der Tablets schon mal gezeigt, speziell mit Android-Betriebssystem. Wenn Sie es aber jetzt ein bisschen größer haben wollen, dann haben wir einen Neuzugang für Sie, nämlich unser XA100 Pro. Und das ist für mich so ein richtiges Pro. Denn diese Geräte
sind der sozusagen große Bruder von unserem Erfolgsmodell, von unserem XA100. Mhm. Ein bisschen mehr Investitionen für noch viel mehr Technik. Wir sehen es gerade mal im Film. Das ist jetzt so ein richtiges Business- und Spiele- und Unterhaltungs-Touchlet, so wie man sich das vorstellt. Da steckt alles drin, was Touchlet groß gemacht hat. Ja, die Bildqualität ist enorm davon, finde ich. Jetzt gerade auch dieses Format, was du gerade gesagt hast, ist hervorragend eben auch zum Filme anschauen. Ja, Blockbuster, die Palten sind 16 zu 9. Ja, hier sehen wir es jetzt natürlich auch zur Planung. Ich kann mal richtig in einem schönen Format Baupläne auch lesen. Aber, ja, sehen Sie, wie einfach das ist. So, aber jetzt kommen wir mal zu Filmen. Ich habe hier zufällig mal ein Video drauf. Ist natürlich unser Pearl-Video. Und schauen Sie mal, wie gestochen scharf das ist. Und ganz ohne Balken in einem hervorragenden Kinoformat. Und Sie sehen wirklich, da macht's Filme schauen absolut Spaß. Wir haben mal drauf gesattelt. Da ist ein neuer Vierkernprozessor drin. Das heißt, das XA100 Pro ist noch schneller als unser XA100 sowieso schon ist. Ja, und was haben wir wieder eingebaut? Logischerweise, denn das ist wirklich ein Alleinstellungsmerkmal von Touchlet, jetzt in fast allen Größen. Hier kann ich auch wieder telefonieren mit einem passenden Mobilfunkvertrag oder Sie haben sogar derer zwei, denn wenn Sie so ein Gerät beruflich nutzen, dann können Sie jetzt Ihre private und Ihre geschäftliche Mobilfunkkarte da reinpacken. Wir haben nämlich zwei Schächte. Jetzt wird's hochinteressant. Das ist die komplette Aktentasche für die Westentasche. Ja, absolut. Kameras mit drin, genügend Speicherplatz für Musik, für berufliche Daten, für andere Dinge. Und das alles in so einem wunderschönen 10,1 Zoll Gehäuse. Ein Traum. Und auch hier muss ich am Anfang, oh, jetzt habe ich es auf dem Kopf stehen, so rum. Aber da ist ja ein G-Sensor drin, das heißt, ganz egal, wie rum ich es halte, ich habe es immer richtig rum bei mir. So, jetzt wo, ach, die Speicherlösung. Ist hier was fest installiert? Nee, auch hier haben wir wieder flexiblen Speicher. Auch wieder flexibel. Oder? Sie können jederzeit diese Micro-SD-Karten raus und rein tun, wie Sie wollen. Wenn eine voll ist, die nächste dazu. Das ist nämlich das Schöne, es gibt so viele Geräte auf dem Markt, wo ich einen vorgegebenen Speicher habe. Da heißt es dann, wenn die Speicherkapazität erreicht ist, ja, was schmeiße ich denn runter? Und wenn da eben liebgewonnene Dinge drauf sind, die ich gerne immer unterwegs mit dabei habe, dann stehe ich irgendwann auf dem Schlauch. Hier, eine Micro-SD-Karte ist so groß wie ein Daumennagel, kann ich dann jederzeit mal 2, 3, 4 Karten mitnehmen. Gerade wenn ich im Urlaub bin und viel Fotos mache, haben wir nämlich eine wunderschöne Schnappschusskamera mit 2 Megapixeln auch mit drin. Aber was den Ralf immer so begeistert, das ist das Thema Comics. Ja, hier sind wir jetzt erst noch bei der Faszination Blockbuster. Wirklich in aller schärfster Qualität, in einem tollen Format, eben diesen 16 zu 9. Und ich bin nicht der Einzige, der davon begeistert ist. Aber E-Books allgemein, und da kriege ich ja heutzutage auch alles über den Play Store und unter anderem auch Comics. Und ich bin ja so ein kleiner Asterix-Freak und schaue dann auch gerne mal hier die Comics an. Und ich finde es begeisternd, wie schnell ich da umblenden kann oder umblättern. Also das ist schneller, als hätte ich das Heft in der Hand. Und also wirklich einfach eine tolle Sache, hin und her. Und da sieht man auch, wie schnell dieses Touchlet reagiert. Hast du schon mal einen Heftausschnitt vergrößert? Ja, du hast das Heft wahrscheinlich näher rangenommen an die Nase. Da können wir ganz hier geht es noch viel einfacher. Also diese Zoom-Funktion ist wirklich was ganz Tolles. Egal, ob das jetzt Fotos sind, ob Sie vielleicht eine Bedienungsanleitung sich aus dem Internet runterladen und die vergrößern wollen, mit zwei Fingern einfach alles größer oder kleiner ziehen. Das sind heute einfach diese Spielereien, die so sinnvoll sind an so einem Touchlet. Und ich kann Ihnen ganz ehrlich sagen, bis zu der Zeit, als es keine Touchlets auf dem Markt gab, kam man sehr gut durchs Leben. Seitdem es die Touchlets gibt, ist das für mich ein unverzichtbarer Begleiter im Alltag geworden. Denn ich kann mit dem wirklich alles machen, wofür ich normalerweise 3, 4, 5 Geräte brauchen würde. Ja? Also was man da wieder mitschleppt. Ja, also Kamera. Auch hier kann ich jetzt zum Beispiel ein außergewöhnliches Format, ein Navigationsgerät draus machen. Denn durch unsere 2 SIM-Karten, die ich einlegen kann, kann ich da wieder komplett unabhängig vom WLAN ins Internet. Also auch das passt ins Auto. Und dann habe ich ein wirklich richtig tolles Format für mein Navi. Telefonieren natürlich auch hier wieder am besten mit einer Freisprecheinrichtung, also mit einem Bluetooth-Verbindung, egal ob das ein Knöpfchen ist oder wie das, was wir vorhin gesehen haben. Navigieren geht auch noch. Navigieren, 10,1 Zoll. Genau. Boah, E-Book, fette Sache. Fotos, Filme kann ich damit machen und mein Speicher wird eigentlich im Prinzip nie voll, denn ich habe auch hier flexible Speicherlösung, Kai hat es gerade gesagt, bis zu 32 GB. Und dann spielen kann man auch toll drauf.
Was spielst denn du als? Du spielst als Golf, gell? Ich glaube, ja, dich jetzt so mal. Alles, was so Tennis, Golf, alles, was mich interessiert. Was ist das, so Art Curling oder ja, so? Das nee, ist so ein Reaktionsspiel, gell? Ja, guck dir mal jetzt allein, nur, das ist so ein Musikspiel. Mhm. Guck dir einfach mal nur mal die Grafik an, wie flüssig das läuft, wie toll das gemacht ist, wie sensibel der Bildschirm reagiert, wenn man mit den Fingern drauf tippt. Das alles kriegen Sie für 180,41 €. Wo haben Sie denn bitte schön schon mal ein 10,1 Zoll Tablet für diesen Preis und vor allem mit dieser Ausstattung gesehen? Ich kenne kein einziges 10,1 Zoll Tablet. Außer unserem Touchlet, mit dem man dann auch mit zwei Mobilfunkkarten telefonieren kann. Das sind Alleinstellungsmerkmale, liebe Zuschauer, die Sie sonst nirgendwo kriegen. Das sind Gründe, sich ein Touchlet zu kaufen. Denn sowas Pfiffiges, sowas Tolles, das kriegen Sie sonst nirgendwo und schon gar nicht zu dem Preis. Und wenn jetzt ein paar Hersteller auf die Idee kommen würden, das auch reinzubauen, dann müsste ich nur ganz schwach lachen, denn das ist nichts anderes als Nachmachen. Touchlet waren die ersten, die auf dieses System gekommen sind, die das mit Einbauen entwickelt haben und aus einem Touchlet einen Alleskönner machen. Jetzt habe ich so ein wunderschönes 10,1 Zoll Tablet mit der Bestellnummer PX8844 und der 569, was Sie sich unbedingt bestellen sollten. Und dann möchte ich es natürlich auch passend präsentieren. Wenn das immer auf dem Tisch liegt, ist die Bedienung immer so, dass ich zwei Hände brauche. Ob ich jetzt Daten eingeben will, ob ich einen Film schauen will. Ich bin immer darauf angewiesen, wenigstens mit einer Hand das Gerät zu halten. Mhm. Da tun wir jetzt auch was dagegen. Ja, hier haben wir so eine Halterung mit einem wunderbaren Schwanenhals. Sehr, sehr fest. Das heißt also schwer zu bewegen. Was in dem Fall natürlich auf keinen Fall negativ gedacht ist, sondern es hält so, wie ich es einstelle. Und jetzt kann ich zum Beispiel auch mal Präsentationen machen oder eben, ich arbeite gerade, hoppla, ich hätte es vielleicht richtig festmachen sollen. Also da bitte drauf achten, dass Ihnen das nicht passiert. So, jetzt aber hier, die Arretierung war nicht fest. Jetzt habe ich schon gefunden, jetzt hebt es aber bombensicher. Jetzt passiert nichts mehr. Also egal, wie Sie spielen möchten, hier übrigens nicht nur für unser 10 Zoll, das 8 Zoll passt auch. Ein 9,7 Zoll Tablet genauso, also für jeden Tablet-PC. Und hier kann man jetzt arbeiten und hat beide Hände frei. Ein Freund von mir in Bonn hat ein wunderschönes Restaurant. Ich gehe da auch immer gerne essen. Der steuert sein komplettes Lichtsystem, allem drum und dran, alles über Tablets. So, ich sehe den dann ständig auch hinter der Bar, nimmt das Tablet wieder in die Hand, stellt es alle ein. Das werde ich ihm jetzt mal mitbringen. Das kann man nämlich hervorragend an jede Tischplatte befestigen, egal ob nun gewerblich oder privat. Dann sieht das erstens mal Bombe aus und zweitens habe ich beide Hände frei. Das kann ich mir perfekt in der Höhe justieren, da wo ich es brauche. Natürlich auch so einstellen, dass kein Licht drauf reflektiert. Also ich sehe es wirklich perfekt für eine kleine Mark. Schauen Sie mal, so einen Halter für 28,41 Euro, das nenne ich doch echt einen Knüller. HZ2407 und die 569. Und damit haben Sie dann wirklich nicht nur einen tollen Präsentationsständer, sondern es ist einfach auch noch praktisch. Super Sache. Absolut. Präsentationen, Filme anschauen, spielen, egal was. Und ich kann sie jederzeit flexibel einstellen. Jetzt kommen wir zu meinem persönlichen Rolls-Royce unter unseren Touchlets, nämlich unser X10 Quad V2. Und da ist mal alles drin, was man heutzutage irgendwie in irgendeiner Form von einem Tablet-PC erwarten kann. Gehen wir doch mal zu den Amerikanern. Mal schnell über den großen Teich und schauen uns da mal die Preise und die Ausstattungen an. Das bedeutet sofort für ein 9,7 Zoll Tablet mit unserer Leistungsklasse 700 bis 900 Euro. Herzlichen Dank, oh, ja. Sorry, mache ich nicht mit. Und wenn Sie dann mal schauen, was in unserem X10 Quad V2 an Technik drinsteckt, Mund wieder zumachen, wenn wir gleich fertig sind. Das ist wirklich überragend. Mhm. Als allererstes mal eine Display-Auflösung, wo ich jedes Mal wieder dahin schmelze. Spiele spielen in einer Bildqualität sagenhaft. Und das auch noch mit passendem Grafikprozessor. Unglaublich schnellem, ja, ganz wichtig im Herz, nämlich überhaupt der CPU, dem Hauptprozessor. Das ist eine Vierkerntaktung. Und dann alles eingebettet in so einem überragend gemachten Gehäuse. So ein richtig, Entschuldigung, geiles, super anfassbares Gerät, was einfach traumhaft aussieht und einen auch in der Leistung jedes Mal wieder völlig umhaut. Das Gehäuse hast du gerade gesagt. Also das begeistert mich immer wieder. Hier unser Aluminiumgehäuse. Das in ist diesen Preisklassen, muss man auch sagen. Plastikbomber, das ist wirklich hochwertigstes Aluminium. Sieht schick aus, ist sehr, sehr robust. Was wir hier natürlich auch noch sehen, ist gleich die Kamera. Ich kann also auch
allerbeste Fotos und Videos machen. Und auch hier haben wir wieder eine ganz flexible Speicherlösung. Ja, wir können hier Micro-SD-Karten mit einer Speicherkapazität, jetzt wird es interessant, mit bis zu 64 GB einlegen. Das heißt, doppelte Speicherbedarf wie bei den Kleinen. Mhm. Aber auch da wieder, eine voll, nächste rein, tauschen. Jeder Profifotograf hat heute in seinem Koffer mit der Kamera 3, 4, 5 Ersatzspeicherkarten dabei. So klein, also die nehmen wirklich keinen Platz weg. Und das alles hier in dem Gerät. Aber das X10 Quad V2 hat ein Ausstattungsdetail, das kriegen Sie auch wieder bei keinem anderen Hersteller derzeit. Nämlich die Anbindung ans Mobilfunknetz. Moment, 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 ja, ja. Sie sagen jetzt gerade, Moment, Kai, red doch keinen Quatsch. Natürlich gibt es das mit Anbindung ans Mobilfunknetz. Ja, klar. Aber ganz bestimmt nicht mit Telefonfunktionen. Zwar, jetzt bin ich wieder auf der sicheren Seite. Ja, also hier haben wir so einen sogenannten 3G-Steckplatz. Da mache ich meine SIM-Karte rein. Und dann bin ich wieder unabhängig vom WLAN. Kann überall ins Internet. Und ich kann mit diesem Gerät auch telefonieren. Ich habe immer gesagt, ja, direkt am Ohr geht nicht. Aber ich weiß mittlerweile, es geht. Weil ich habe schon gesehen, wie jemand über die Straße gelaufen ist mit unserem Touchlet und hat damit telefoniert. Ich würde Ihnen eine Bluetooth oder eine Kabelfreisprecheinrichtung hier empfehlen, aber es geht und das ist wichtig. Ich kann mal mein Smartphone zu Hause lassen und habe hier alles in einem Gerät. Und wenn dann mal wieder der Golfspieler oder der Zocker ansonsten bei Ihnen durchkommt, dann zeigt Ihnen Kai auch mal, wie toll das geht. Und jetzt schauen Sie mal, diese Auflösung, das ist unglaublich und macht auch noch Spaß. Und wie, warum das jetzt noch einfacher geht als normal, das zeigen wir Ihnen gleich bei unserem nächsten Artikel. Weil das ist ein Highlight für alle, die gerne Spiele spielen. Ich kann gar nicht. Ich muss gerade hier ganz konzentriert spielen. Dann sage ich Ihnen nochmal den Preis für unser X10 Quad V2. 303,91 €. Mit der Bestellnummer PX8893 und der 569. Und wenn ich dir so zuschaue, ich bin auch total begeistert. Also unglaublich, das ist, sind ja, die Auflösungen sind ja fast schon Kinodimensionen, wie ich das erlebe. Man muss es mal sagen, das ist über der Auflösung, die Ihr Fernseher zu Hause kann. Denn, das können wir jedes Mal wieder sagen, bin ich auch sehr stolz darauf, dass wir Ihnen mal zeigen können, welche Technik wir in so kleine Preisklassen runterbringen. Hier steckt das gleiche Panel drin, was im iPad 4 auch verbaut wird. Das bedeutet also 2048 mal 1536 Pixel. Da schämt sich Ihr Flachbildschirmfernseher zu Hause. Es ist tatsächlich so, denn das ist Unterhaltungsqualität in allerhöchster Güte. Schauen Sie sich das mal an. So kann man heute spielen. Der Grafikprozessor, natürlich dieser ultraschnelle, ja, das Herz dieses kleinen Taschencomputers, nämlich ein 4-Kernprozessor, wirklich absolut traumhaft. Für 303,91 €. Ja, und auch Filme anschauen, auch auf YouTube zum Beispiel, sind ja immer mehr HD-Filme drin. Dann kann ich die auch wirklich mal in Full-HD-Qualität anschauen und mal wirklich die kleinsten Kleinigkeiten entdecken. Also für mich ist es der Rolls-Royce unter den Tablets, unser X10 Quad V2. Ja, aber einer, den man sich leisten kann, weißt du? Ich stehe nicht die ganze Zeit am Laden, am Fenster und drücke mir die Nase platt und wünsche und träume davon, dass ich mir sowas leisten kann. Hier schlage ich einfach zu. Und das ist das Riesenargument für Touchlets. Denn so viel Top-Technik zu so einem kleinen Preis, das werden Sie woanders nicht finden. Und genau deswegen sind wir ja mit unseren Touchlets auch so erfolgreich. Und ich bin wirklich froh, dass wir hier mit Touchlet einen Partner haben, der uns so traumhafte Geräte zur Verfügung stellen kann. Ja, und ich hoffe, Sie sehen das genauso. Dann rufen Sie gleich an und bestellen Sie es. 0180 51 51 3 × 2. Und die Bestellnummer PX8893 und die 569. So, jetzt hat man, ja, da wird wieder Tennis gespielt, aber du hast ja gerade ein richtig tolles Spiel gespielt, Kai. Jetzt habe ich nur eine Frage, was ist denn das für ein Knöpfchen da oben drauf, das du hier jetzt auf dem Display drauf hast? Das ist mein Spaßstock, mein Joystick. Das ist so eine tolle Sache. Viele der Spiele, die haben heute einen sogenannten, ja, Up-Down-Left-Right-Button, also einen Steuerungsbutton, den ich hier normalerweise so mit dem Finger bedienen kann. Wenn ich jetzt gerade im Spiel nicht gestresst bin und das alles ganz easy ist, ist es ja in Ordnung. Aber wenn ich mal einfach mal wieder so abrutsche und bin mitten im Gefecht, ich packe mir dann unseren kleinen, wunderschönen Joystick hier drauf, wie von der Spielekonsole,
und damit kann ich jetzt perfekt das ganze Spiel so lenken. Geht das jetzt nur bei unserem X10 Quad V2? Nein, das geht bei allen kapazitiven Bildschirmen, die es heute auf dem Markt gibt. Denn da ist erstens mal ein Saugnapf drunter und zweitens so ein Metallgeflecht, was zum Beispiel auch in Handschuhen heutzutage eingewebt wird. Vorne, damit man eben diese Bildschirme wunderschön auch steuern kann. So ein kleiner Spaßbringer. Kostet bei uns 5,61 Euro. Liegt super in der Hand. Brauchen Sie einfach nur mit dem Saugnapf passend auf Ihren Bereich drauf zu haften. Und schon geht das Spielevergnügen los. Sehen Sie, reagiert. Ist das nicht toll? Wahnsinn. Also auch gerade, wenn man mal eine Weile spielt, kriegt man so feuchte Finger. Dann ist ja auch relativ unangenehm. Und auch die Oberfläche sieht dann gleich ziemlich geschunden aus. Mhm. Aber das ist hier nicht mehr. Und ich kann hier wirklich ganz, ganz präzise steuern. Also das fasziniert mich jetzt auch. Ja, man sieht's. Und vor allem damit habe ich natürlich dann eben gerade bei solchen Jump-and-Run-Spielen, wie man so schön sagt, wo ich also doch mal öfter mal links, rechts, muss nach oben, einfach wieder dieses alte Spielgefühl von den Spielekonsolen. Ich weiß noch von Philips, von was weiß ich, Atari damals, da gab es eben zum Steuern genau diese Joysticks. Die kennt heute jedes Kind, jeder Erwachsene. Und damit kann man immer noch am besten steuern. Ja, und es macht auch noch mehr Spaß als sowieso schon. Und wie einfach das geht, haben Sie es gesehen. Saugnapf auflegen auf die Steuereinheit dort, wo es eigentlich mit dem Finger gemacht werden soll. Und dann kann ich das bequem machen. 5,61 Euro für so viel Spielspaß. Das ist ja eigentlich unglaublich. Die Bestellnummer PX2741 und die 569. Und dann ist es in wenigen Tagen bei Ihnen. Und Kai hat es gesagt, egal bei welchem Gerät. Kapazitiver Bildschirm, also es geht auch bei Ihrem Smartphone, bei jedem anderen Tablet, die alle kapazitive Bildschirme haben. Und dann, ja, Spielspaß garantiert hier. Was sehen wir denn da? Einen LKW. So, und jetzt weiß ich zufällig, Kai, dass wir bei Pearl wirklich mit oder überhaupt die günstigsten Anbieter für Zubehör sind, auch für Adapter. Adapterlösungen, die man eigentlich nirgends anders kriegt, kriegt man bei uns und für kleines Geld. Aber jetzt erklär mir doch mal, für was dieser kleine Adapter denn ist, den ich jetzt, denn Sie werden ihn auch gleich sehen, ich habe ihn mir mal auf den Finger gelegt. Schauen Sie mal, da ist er. Ein sogenannter Micro-USB-OTG-Adapter. Mhm. Der Laie wundert sich, der Fachmann staunt in diesem Falle aber auch, weil er sich denkt, ja Moment, das ist ein USB-OTG-Adapter. Ja, na klar, so viele mobile Endgeräte, speziell die Android-basierenden, haben heute einen sogenannten Micro-USB-Steckplatz, über den Daten übertragen werden. Und wenn ich jetzt aber kein passendes Datenkabel habe oder nur mit einer normalen USB-Verbindung arbeiten kann, stehe ich immer auf dem Schlauch. Denn das ist ein Micro-USB, da passt halt ein normaler USB-Stecker nicht mehr rein. Und deswegen kann ich dann hier diesen Micro-USB-OTG-Stecker einsetzen. Und dann haben Sie, das zeige ich Ihnen jetzt mal kurz zum Beispiel, die sind ja heute unheimlich klein, so einen Speicherstick. Den kann ich jetzt anschließen, den kann ich als Massenspeichergerät dann benutzen, kann Daten draufladen oder runterladen auf mein Tablet. Und da wird es jetzt ganz interessant. Ich habe solche USB-OTG-Adapter im Fachhandel für sage und schreibe 19,95 Euro gesehen. Das finde ich eine unglaubliche Unverschämtheit, denn wenn man bei uns mal sieht, was sowas kosten kann oder darf, dann fragt man sich wirklich, sag mal, finanziere ich den Ihren Ferrari zu Hause durch oder was? Das ist also ja, versuchen kann man es ja mal, oder? Ja, versuchen kann man es immer, aber wenn Sie Pearl TV gucken, werden Sie sich vielleicht ärgern, wenn Sie sich sowas im Fachhandel schon mal gekauft haben. Das ist auf jeden Fall unheimlich hilfreich, denn jedes Mobilfunkgerät hat urplötzlich die Möglichkeit, USB-Speichersticks anzudocken oder eben ganz einfach mal mit einem anderen USB-Kabel Daten auszutauschen. So klein und einfach geht es heute. Ja, passt eigentlich ein Geldbeutel immer dabei haben und wenn ich es mal brauche, einfach reinstecken und dann per USB, also per, ist ja anders, beides USB, aber per Normalgröße USB-Daten übertragen. Und ich habe mir oft schon gefragt, ich wurde mal gefragt, oh, die Bilder jetzt, kannst du mir die irgendwie geben? Ja? Siehst du, da sage ich, ja, okay, ja, wenn ich mal vielleicht per E-Mail oder so. Hast du passende Datenkabel dabei, ist dann immer die Frage. Ja. Nee, dummerweise nicht. Ja, hier geht es ganz einfach. Der passt in jede Schutztasche von so einem Tablet mit rein. Den würde ich mir auch ins Portemonnaie tun. Sowas kann ich immer gebrauchen. Also unser USB-OGT-Adapter, der wirklich ultra klein ist, aber eine hervorragende Idee ist, um Daten zu übertragen. Den gibt es für gerade mal 3,71 Euro. Die Bestellnummer ist die PX4947 und die 569. Und das ist so ein Teil, ja, was ich nicht jeden Tag brauche. Aber wenn ich es mal brauche, bin ich richtig froh,
dass ich es habe. Vor allem, wenn ich es für 3,71 Euro kriege, dann bestellst du einfach Geld dazu. So eine tolle Sache. PX 49, 47 und die 569. Und jetzt wollen wir Ihnen mal aus dem ersten Teil der Sendung unsere ganzen Produkte zusammenfassen. War nämlich eines schöner als das andere. Ja, und begonnen haben wir mit unserem X8 Quad Pro. Das. Ja, kleine 8-Zoll Tablet. Und da sehen wir es. Topmoderner Tablet-PC zum Navigieren, mobil surfen und telefonieren. Auch hier ganz, ganz wichtig. Mittlerweile ja bei allen Touchlet-Modellen ist das möglich, was auch gleichzeitig wieder beinhaltet, dass ich hier ganz unabhängig vom WLAN ins Internet kann. Je nachdem, ja, oder ihr Internetvertrag muss es halt zulassen, also ihr Handyvertrag. Die Bestellnummer ist hier die PX 88 41 und die 569. Und weiter ging es dann mit unserem XA 100 Pro. Der Nachfolger oder der große Bruder von unserem 10,1 Zoll Multimedia-Alleskönner, jetzt sogar mit doppelter Telefonfunktion, einem Vierkernprozessor mit drin, zweite Kamera, das heißt also jetzt endlich auch mal Schnappschüsse machen können, Internettelefonie, bis zu 32 GB Speicherplatz, PX 88, 44 und die 569 für 180,41 €. Ein überragendes Touchlet in der neuesten Größe. Ja, überragend auch unser nächstes, mein persönlicher Rolls-Royce. Bei den Tablet-PCs unser X10 Quad V2. Ein absolutes High-End-Tablet mit flinken 4-Kernprozessor. Die 3G-Funktion heißt, ich kann auch hier wieder unabhängig von WLAN ins Internet und ich kann auch damit telefonieren. Dann eine mehr als Full-HD-Auflösung. Schärfer geht's gar nicht mehr. Und das Ganze mit der Bestellnummer PX 8893 und die 569. Und der Preis, ja, weit unter dem, was andere Anbieter für so ein Tablet verlangen. 303 € und ein paar Verquetschte. Weißt du, was der Frank jetzt sagen würde? Sag mal, habt ihr da nicht irgendwas mit Windows? Ich bräuchte ein Touchlet mit Windows. Wer ist Frank? Der Franke jetzt. Der Franke. Ach, der Franke. Jetzt habe ich es verstanden. Der Franke. Denn wenn man schon zu Hause an seinem PC mit Windows arbeitet und das seit Jahrzehnten gewohnt ist, möchte man einfach auch auf die Bedienoberfläche, die gewohnte Bedienoberfläche auf einem Tablet-PC nicht verzichten. Und da hat uns Touchlet vor gut einem halben Jahr ein Gerät hingestellt, wo ich echt nur noch gesagt habe, wow, das ist ja mal richtig, sorry, geiles Teil, das ist es aber. Traumhaft verarbeitet und was ich so mag, sind einfach diese Aluminiumgehäuse. Das ist einfach so wertig, da hat man was in der Hand, man weiß, die Technik ist gut geschützt, wunderschön gemacht. Ansonsten 1000 Features drin, wo man wirklich sagt, ja Wahnsinn für das Geld. Das fängt ja schon bei unserer Kamera an, 5 Megapixel, da kannst du ja gestochen scharfe Fotos machen. Ja, wir haben sie gerade oben gesehen. Also wie heutzutage erwartet wird von einem Tablet, hat der eine. Da oben ganz, ganz ultrascharfe 5 Megapixel. Jetzt drehen wir mal wieder um und alle Windows 8 Nutzer werden sagen, ja, die Oberfläche kenne ich von meinem PC. Die Kacheln, und, gell? Die Kacheln, genau. Die kann ich auch je nach Wertigkeit größer, kleiner machen, kann sie verschieben. Und jetzt kommt das Wichtige. Das ist jetzt nicht irgendwie eine abgespeckte Form. Nee, das ist die Vollversion, oder Kai? Das ist das komplette Windows 8.1. Und das ist ja einerseits auch ein bisschen die Beschränkung, die bei iOS-basierenden Geräten da ist oder eben auch bei den Android-Geräten. Ich kann dann immer nur abgespeckte Programmversionen verwenden, die nicht ganz den Nutzumfang haben, wie meine Vollversionen auf dem PC. So. Denkste, denn auf diesem Touchlet, auf unserem XWI8 3G, auf das 3G kommen wir gleich noch, können Sie alle Vollversionen, alle Programme, die Sie zu Hause auf Ihrem Rechner haben, auf dem Touchlet auch nutzen. Sie können Drucker direkt anschließen. Sie können eine USB-Tastatur mit andocken oder eben auch eine Bluetooth-Tastatur. Ja. Und schon habe ich einen kompletten 8-Zoll-Laptop für unterwegs. Damit geht alles. Der Papierkorb, der ist bei Windows, wenn man es installiert, immer oben links, seit ich denken kann, hier auf dem Touchlet auch. Für den mobilen direkten Zugriff können Sie die Kacheloberfläche verwenden. Das ist ganz praktisch. Das ist ja bei Android und iOS genau das Gleiche. Ja. Wenn ich aber dann mit einem vollwertigen Betriebssystem, nämlich mit Windows 8.1 arbeiten möchte, ja, dann tun Sie es doch ganz einfach. Das ist das Schöne an diesem Touchlet. Ja, ich kann es machen. Und was ich schön finde, ich brauche nicht extra mehr Laptop oder Ähnliches, wenn ich Präsentationen mache, denn ich kann das direkt mit dem XWI8
machen, weil nicht abgespeckt, also PowerPoint oder irgendwelche Präsentationen hier einfach drüber abspielen und den Beamer es einfach so an mein Tablet anschließen. Also alles möglich, was mit einem Tablet möglich ist, aber mit der Oberfläche und mit der Bedienbarkeit von Windows 8. So sieht es auf Ihrem Monitor zu Hause auch aus. Ja? Und das Tolle ist, Intel Insight, da steckt der derzeit schnellste kleine Vierkernprozessor von Intel drin. Allein der würde normalerweise schon $45 kosten. Wow. Vierkernprozessor, 1,3 GHz Takt und der hat sogar einen Burst, also einen Turbomodus. Da kann man sogar bis 1,8 GHz hochtakten, wenn es mal schnell gehen muss. 32 GB Speicher wieder über diese kleine Speicherkartenlösung. Ich habe selten was Tolleres gesehen und Sie haben den vollen Umfang von Windows immer mit dabei. Also ich finde es unglaublich. Und auch hier wieder eine ganz einerseits fest verbauter Speicher, aber auch flexibel. 32 GB sind intern. Und jetzt kommt das Tolle, ich kann auch eine MicroSD-Karte mit bis zu 64 GB reinpacken. Das heißt also einfach mal 96 GB Speicherplatz. Und die große Speicherkarte kann ich ja jederzeit tauschen. Also wenn Sie wirklich mehrere große Programme nutzen wollen, packen Sie die jeweils auf eine Speicherkarte drauf und dann wählen Sie einfach vorher durch. Also ich bin fasziniert, weil Windows 8, muss ich ganz ehrlich zugeben, auf dem Rechner hatte ich da immer meine Probleme, weil ja eigentlich diese Benutzeroberfläche hier mit den Kacheln ist ja eigentlich für kapazitive Bildschirme gemacht. Und das ist jetzt beim Tablet eigentlich genau der Fall. Ich muss auf Windows nicht verzichten, kann alles hier wirklich so machen, wie ich möchte. Hier mit den Kacheln kann mir die anordnen, wie ich es denn möchte. Und wenn ich dann die herkömmliche Desktop-Version haben will, drücke ich einfach hier auf Desktop. Machen wir nochmal, sehen Sie. Und dann habe ich wieder die alte Windows-Ansicht. Also ich finde es gigantisch, dass das jetzt möglich ist. Entweder Schnellzugriff-Oberfläche oder eben die gewohnte Windows-Anwendung. Da, wie Sie sehen, der Desktop. 3G ist natürlich auch noch ein Thema, das wollen wir noch ansprechen. Oh, denn ja, dieses Gerät können Sie jetzt tatsächlich auch überall im Internet verwenden, wo Sie Lust haben und Laune. Denn Sie können auch hier wieder einen Internet-Flat-Vertrag mit einer Mobilfunkkarte einstecken. Und dann kann ich mich mit dem Gerät auch wieder wunderschön 8 Zoll überall hin navigieren lassen und kriege jederzeit dann, wenn ich eine Information brauche, die sofort aus dem Internet. Solche Verträge gibt es heute für 8 bis 10 € monatlich als reine Internetverträge oder Sie machen es ganz schlau, wenn Sie schon so einen sogenannten Allnet-Vertrag haben, wo Sie also einen Pauschalbetrag im Monat zahlen, da können Sie für telefonieren, SMS und natürlich auch ins Internet gehen, dann holen Sie sich bei Ihrem Anbieter für ganz kleines Geld eine Zweitkarte. Viele bieten das derzeit auch kostenlos an und dann packe ich die Zweitkarte hier rein, habe keinen zweiten Mobilfunkvertrag, der mir monatlich auf der Tasche liegt und kann so wirklich zwei Geräte dann einzeln nutzen. Dieses XWI8 3G ist ein Traum. Der Preis überzeugt jedes Mal wieder, denn noch nicht mal 180 € dafür ist ein Wahnsinn. Und die Bestellnummer ist die PX8872 und die 569. Aber leider, muss ich Ihnen jetzt sagen, jetzt bin ich gespannt, was jetzt kommt. Dass ich jetzt fremdgehen muss. Ja. Also ich hatte eingangs gesagt, wir vergleichen hier ein paar Touchlets mit den anderen. Jetzt werden Sie sagen, boah, Touchlet, sieht so ein Touchlet aus? Eigentlich nein, aber andererseits wieder ja oder doch nein oder doch ja. Also ich würde sagen, jein, ganz eindeutig, jein. Ich würde sagen, alles. Alles, was Sie wollen. Wollen Sie einen Laptop? Bitteschön, hier ist er, ein 10,1 Zöller, super für unterwegs, klein und praktisch, tolle Tastatur, Windows 8.1 in der Vollversion auch wieder drauf. Ja, Kacheloberfläche, jetzt natürlich für einen berührungsintensiven Laptop eine tolle Sache, aber ich will jetzt doch ein Touchlet. Ja, kein Problem. Ja. Okay, ich nehme es einfach mal wegnehmen. So, und jetzt habe ich ein vollwertiges Touchlet, genauso zu bedienen wie Ihr Tablet-PC, den Sie vielleicht schon mal in der Hand gehabt haben oder kennen. Mit sehr. Nee, ich will doch einen Laptop. Ja, dann mach doch einfach. So, Laptop wieder fertig. Einfach draufstellen und er ist verbunden. Es ist für mich so faszinierend, unser XWI 10 Twin. Und dieses Twin sagt es ja ganz eindeutig, ich muss mich nicht entscheiden, will ich jetzt ein Tablet oder will ich denn ein Laptop oder ein Netbook? Hier habe ich's. Ist das der Hammer? Ja, ist der Hammer. Wir können es sogar noch viel einfacher machen. Guck mal, bei mir haben wir jetzt auch noch eine Maus angeschlossen.
Das kann man nämlich auch machen. Einfach den kleinen Dongle vom Maus dran und dann kann ich das Ganze sogar mit der Maus steuern. Ohne Probleme. Ich habe also ein Tablet, das ich mit der Maus steuern kann, mit dem ich arbeiten kann, wie ich es vom Laptop her gewohnt bin, aber trotzdem jederzeit ausdocken. Und dann habe ich wieder ein Tablet-PC. Windows 8 wieder auch ganz, ganz 8. wichtig. 1, ja. 8.1 nämlich. Wieder nicht abgespeckte Version. Nee, volle Pulle. Volle Pulle. So, und was jetzt alles kommt, ist ein Knaller. 16 GB Speicher intern. 25,7 cm Display-Diagonal. Aber ganz oben was wirklich Wichtiges. Ein Intel Quad-Core-Prozessor mit 1,8 GHz Taktung. Und wir hauen jetzt noch eins raus. Denn Sie können jetzt auf diesem Gerät Micro-SD-Karten mit bis zu 128 GB einsetzen. Haben aber trotzdem noch 16 GB internen Speicher mit drin. Jetzt rechnen wir hoch. 144 GB Speicher. Und das auf in einem Tablet so oder in einem Netbook kleinen Gerät? Oder wie auch immer. Da hast du früher einen Computer gehabt, der war so groß wie ein Haus. Diese Speicherkapazität. Hier ist es so möglich. Und Sie müssen sich nicht entscheiden, ob Sie einen Laptop kaufen oder ob Sie ein Tablet kaufen. Hier haben Sie beides und je nach Bedarf benutzen Sie es auch. Hier Word sehen wir im vollen Umfang, Office. Excel im vollen Umfang, Office, alles geht. Alle Windows-Programme, die Sie normalerweise zu Hause nutzen, können Sie jetzt unterwegs mitnehmen. Wenn Sie am Wochenende vielleicht irgendwo sich mit Ihrer Frau mal ein Wochenende gönnen. Bisschen Wellness machen, haben Sie trotzdem die Möglichkeit, jederzeit am Weltgeschehen teilzunehmen. Sie können Briefe schreiben, Sie können in soziale Netzwerke, Sie können aber natürlich auch auf dieser unglaublich großen Speichermöglichkeit sich einfach mal einen schönen Film nehmen und dann unser kleines, großes, gigantisch tolles XWI-10 Twin per HDMI an Fernseher anschließen. Dann ist es gleichzeitig auch noch ein Traum-Bildzuspieler. Fotografieren kann ich auch noch damit. Ja, was kann ich denn nicht? Gar nichts. Ich kann ja alles damit machen. Skypen kann ich auch noch damit. Videotelefonie, denn wir haben hier Kameras verbaut. Das heißt also auch einfach mal ja, die Liebsten in Australien per Skype kontaktieren und dann live im Bild sehen. Hier haben wir das Office oben und Sie sehen, es ist also denkbar einfach und vor allem genial. Denn ich muss mich nicht entscheiden und das betone ich nochmal. Hast du gesehen, wie fix das geht? Ja, unglaublich, wie schnell der ist. Also, da merkt man diesen schnellen, schnellen Prozessor. HD-Auflösung, das Display auch noch ein Glas, ein IPS-Display. Also, das ist ein Hammer, der den nächsten jagt. Das geht bei uns dermaßen durch die Decke. Ich weiß warum. Weil das ist so ein tolles Gerät. Sie merken meine Begeisterung. Und du hast ja gerade eben gesagt, Moment, da ist ja auch ein USB-OTG-Unterstützung dran. Das heißt, ich kann ja wirklich andere Geräte auch mit anschließen und die nutzen. 275,41 €. Da gehe ich in kein Fachgeschäft und sage, ich hätte gerne einen kompakten Laptop. Weil mehr für unterwegs oder überhaupt als Touchlet oder als Also wenn ich bedenke, wenn ich mir jetzt einen Laptop kaufe und das günstigste raussuche, dann bin ich trotzdem bei 400 €. Nein, bist du nicht, weil ein 10,1 Zoller ist wahrscheinlich teurer. Je kleiner die Laptops werden, desto teurer. Okay, gut, dann sagen wir 500 €. Und jetzt will ich aber noch ein Tablet, ebenfalls 10,1 Zoll. Da bin ich ja bei unserem hervorragenden, bin ich auch noch bei 300. Dann habe ich insgesamt 800 € bezahlt. Und hier kriege ich beide Geräte in einem für 275,41 €. Es ist so traumhaft verarbeitet, das müssen Sie sich einfach holen. Wenn Sie Technikfreak sind, wenn Sie auf kompakte Geräte stehen und sagen, heute Laptop, morgen Touchlet, übermorgen wieder zurück, dann machen Sie es doch einfach. Und die Halterung ist auch ganz toll, das ist nämlich magnetunterstützt. Das heißt, dieses Tablet, unser Touchlet, hält auch bombenfest an der Tastatur. Und mit der Tastatur kann man hervorragend arbeiten. PX88, 73 und die 569. Und jetzt fassen wir unsere ja, wunderschönen Windows-Tablets auch noch mal zusammen. Also erstmal im 8 Zoll, unser XWI 8 3G. Windows-Tablet-PC mit integrierten 3G UMTS. Heißt einfach über eine SIM-Karte hier überall unabhängig ins Internet. Praktisches Format, 8 Zoll, das Ganze mit tollen Kameras noch versehen. Also ich kann alles damit machen, was ich mit einem Tablet von einem Tablet erwarte, aber das mit der Windows-Oberfläche und Windows nicht in abgespeckter Version. Ja, und jetzt kommt weiter. Der Franke wieder und der sagt, ich mechert aber A-Adaster-Dur. Ja, da hast du sie. Und deswegen unser XWI 10 Twin. Wir haben es gerade erklärt, was da alles drin steckt. Das ist ein Hammer, dieses Gerät. Ich habe mich völlig verknallt, weil das ist
Technik, die begeistert. Und genau darum geht's. Läuft perfekt. Ich habe selber seit ewigen Zeiten Windows. Also ich möchte mich auch auf kein anderes Betriebssystem mehr umstellen. Und jetzt kann ich mit einem Tablet-PC alle Vollversionen an Programmen endlich mal auf einem Tablet benutzen. Ja, wie? Sorry nochmal. Geil ist das denn. Traumhaft. Also, ich weiß nicht, ob Sie jetzt das richtige Tablet für sich gefunden haben. Ich denke schon. Hoffe es zumindest. Wir hatten ganz, ganz viele 8 Zoll mit Android-Oberfläche oder Windows-Oberfläche. 10,1 Zoll im 16,9 Format. Wir hatten 9,7 Zoll, hier nochmal 8 Zoll Windows und dann zum Schluss hier 10,1 Zoll als, weiß nicht, Laptop, als Tablet, egal wie, rausnehmen oder wieder reinstecken, wie Sie wollen und das problemlos. Jetzt habe ich wieder mein Tablet, ja, dann kann ich auch die Maus wegmachen. Ja, entscheiden Sie sich, holen Sie sich Ihr Lieblingsgerät.